Und weiter geht's mit einem neuen Video hier von Russian Fishing 4. Heute wieder mal eher so im Low-Level-Bereich angesiedelt in der alten Festung. Und heute bei diesem herrlichen Wetter gehen wir mal auf Brasse. Also, legen wir los. Wir sind hier an der alten Festung. Ich gucke gerade noch mal eben ins Café, bevor wir losrennen. Ja, perfekt. Perfekt. Zweimal sogar die Brasse im Café. 4,4 Kilo wäre natürlich richtig nice. Aber drei Brassen ab einem Kilo, das sollten wir doch hinkriegen. Es sind jetzt die Abendstunden gerade. Wir haben gleich 18 Uhr. Also heißt es jetzt schon mal Gas geben. Die Brasse mag es ja. Oder die großen Brassen mögen es ja dann eher, wenn man dann am Abend, oder die beißen halt besser am Abend, ob die das mögen, wahrscheinlich eher nicht, dass sie rausgezogen werden. Aber wir rennen hier runter. So. Sind wir hier schon ungefähr? Ja doch, da sind wir doch schon. Einfach geradeaus durchgerannt, schnell die Routen ausrüsten. Machen wir mal hier einen auf ganz entspannte Kombination. Ich habe hier gerade einen 20er Blei dran. Werf das maximal aus. Oh ne, doch nicht ganz maximal. Das ist ein bisschen weit. Ich würde sagen, das sind so rund 20, 25 Meter. Wenn das jemand klippen möchte, kann man das natürlich auch gerne klippen. Ich gucke einfach auf die Map. Sehe, das ist knapp hinter der Hälfte. Guck mir hier die Entfernung an. Und sehe zu, dass ich, ja, knapp hinter die Hälfte von der Spiegelung hier werfe. 1, 2 und 3. Viererhaken groß, relativ großes Fluorocarbon-Vorfach. Hier schön auf entspannt, damit das hier nicht so stressig wird. Und dann hauen wir hier den Erbsenbrei rein. Zack, 1, 2 und 3. Ich habe bisher noch keine Mische verwendet. Könnte man aber eigentlich auch mal machen. Aber wir testen natürlich erstmal ohne. Einfach nackt und pur, so wie es ist. Machen wir mal ein bisschen hin. Ich glaube, es hat schon angefangen zu bimmeln gerade. Und da es ja gleich dunkel wird, machen wir schon mal Licht. So. Und da bimmelt es tatsächlich auch schon los. Seit ein paar Tagen wieder aktuell oder noch aktuell einfach einen Spot, wo man mal schnell, gerade wenn so ein Brassenauftrag im Café ist, zack, nochmal ein bisschen Anschlag, gerade wenn die Aufträge im Café sind, einfach mal probieren, ob man hier nicht eben den Auftrag erledigen kann und die Kohle mitnehmen kann. Guck mal hier, das ist doch schon ganz schön. 1,8, sehr gut. Da haben wir also schon den ersten Kandidaten für den Auftrag 3x1 Kilo. Da geht es wieder los. Und hier natürlich immer schön darauf abwarten, dass der Kopf auch richtig schön runter geht. Auf A1 geht es auch gerade los. Geil. So soll Brassenangeln sein. Genau so, ey. Und das jetzt hier ohne Futtermische, ohne irgendwie was Besonderes. Einfach nur einen recht großen Haken. Also jetzt nicht hier mit kleinen Sechserhaken oder so ein Gedöns ankommen, sondern Viererhaken. Und raus damit. So, zack. Und da ist die nächste dran. Perfekt. So kann das gerne gehen beim Brassenangeln. So eine Frequenz ist immer top. Und die Größe wollen wir haben. Diese schönen dunkel gefärbten Brassen, die richtig schön flach sind und nicht mehr so moppelig und weiß. Das sind genau die richtigen. Und dann gerne auch nochmal ein bisschen ausgeprägter vom Rücken her. Dann sind es die älteren Brassen. So, schnell den Haken wieder ins Wasser. Ein bisschen stramm ziehen. Manchmal sieht man auch die Schnur einfach von links nach rechts ziehen. Dann schwimmt die Brasse quasi auf einen zu. Und biege dann irgendwie hier links und rechts ab. Ich glaube, hier auf H3 muss ich gleich nochmal checken, ob da nicht sogar was dran ist. Das sieht gerade so eigenartig aus. Hängt so die ganze Zeit durch.
800 noch was Gramm eine Jungbrasse. Ah, das ist zu weit, ey. Also maximal auswerfen ist echt zu weit. Siehst du, da ist was dran. Und schwamm hier unten direkt. Direkt hier vorne rum, die Kleine. So, ja, wie gesagt, mit einem 20er, 20 Gramm Blei hier ganz locker ausgeworfen. Wenn ihr hier mit kleinen Sorrento-Routen angelt oder sowas, geht das auch. Würde ich mich vielleicht ein bisschen mehr hier so schräg hinstellen und dann so schräg in das Loch reinwerfen, dass wenn was Großes dran geht, dass die hinten hier zur Brücke hinflüchten und nicht hier ins Offene, dass sie dann abhauen. Vielleicht geht ja mal ein Amur dran. Das wäre doch mal geil. Und die große Frage, Abendstunden, Brassenangeln, Abend und Nacht durchangeln, voll okay. Also wenn ihr gerade einloggt und es ist jetzt so diese Uhrzeit, perfekt, sofort loslegen, paar Brassen rauskloppen. Die Frage ist natürlich dann immer, wie läuft so ein Brassenspot auch am Tag? Und sind dann am Tag alles diese ganz kleinen Jungbrassen dran oder kann man dann hier... Na, immerhin maßig mit 900 Gramm. Immerhin maßig. Oder kann man halt tagsüber dann auch hier die großen braunen Teller rausziehen. Kleine Arland, auch schön. Arland hatte ich zuletzt mehr da hinten gefangen, in dem Bereich. Hier so. Auch mit dem Erbsenbrei. Also wenn ihr da mal einen Kaffeeauftrag habt, einfach mal auch auf Erbse reinkloppen. So. Perfekt. Perfekt. Ein bisschen diesig hier heute. Aber ich glaube, das Wetter ist nicht wirklich entscheidend. Schön entspannt. Bisschen was rausziehen oder einfach zwei Routen draußen haben und hier ein bisschen auf Hecht, ein bisschen Spinning. Gerade so in den Abendstunden kann man das natürlich ganz gut machen. 18, 19 Uhr rum, da lügt das und dann nachts, wenn die Hechte dann ab 22, 23 Uhr nicht mehr beißen, einfach die dritte Route wieder auf Brasse raus. Oder vielleicht nochmal auf Aal versuchen. Aber ich glaube, Aal kommt da nicht gegen an. Also bei Aal muss man einfach so lucky sein, dass da irgendwie was Schönes beißt. Dann doch lieber konstant die Brassen hier rausziehen. Zack, zack. Pff, perfekt. Perfekt. Mehr davon. Ah. Erstmal ein Käffchen. Gerade erst aufgestanden. So, ich glaube hier auf der Mitte... Siehst du, da ist auch noch was dran. Hat auch vernünftiges Gewicht, jawohl. Boah, jetzt so eine schöne Trophy-Brasse. Hatte ich schon lange nicht mehr. Hatte ich schon lange nicht. Guck mal da, guck mal da. 1, sehr gut. Ich glaube, wir haben die drei Stück mit einem Kilo haben wir schon zusammen. Der Auftrag im Café läuft aber auch noch 61 Stunden. Das heißt, da muss man jetzt nicht schnell zurück. Zack, noch mal einen Anschlag setzen. Hat auch ein vernünftiges Gewicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher mit den Bremsen. Ich glaube, ich mache die überall mal ein bisschen weiter runter. Oh, ein Arland. Geil, ey. Ich bin ja absolut Arland-Fan. Finde ich ja immer gut, ey. Also, wenn ihr da einen Arland-Spot kennt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Egal welches Gewässer. Gehe ich hin und klopse da raus. Mega gut, ey. Aber das muss auch laufen, ne? Nicht so ab und zu mal. Nö. Kann er sich noch nicht entscheiden. Ist auch so geil gemacht, ne? Mit den kleinen, zarten Spitzen vorne. Ist schon gut, ey. Oh, oh, oh. Da zuppelt's weiter.
Jetzt. Da ist er. Was ganz Kleines auch nur. Ja, auch für 2 ist, glaube ich, angenehmer. Konnte sich auch eher entscheiden. Zack. Da ist was zu fressen. Rein damit. Zack. Jawohl. Und auf der 3 auch, oder? Die Schnur wandert so nach rechts ab. Ja. Ja, so lübt das, ey. Perfekt. Perfekt. Und dann schön die ganze Nacht hier durch. Das sind jetzt gerade erstmal die Abendstunden, ey. Gleich mal eben kurz auf die Zeit gucken. Oh, das war wieder zu weit. So, nicht ganz so weit. So. Und Alter. Perfekt, ey. Und weiter geht's. Ach du Schande. Oh, wieder ein Aaland. Oh, ich bin sehr zufrieden, ey. Das wollen wir gar nicht, das wollen wir auch gar nicht beeinflussen durch Futtermische oder so. Also, es bimmelt weiter. 15 Fische in 8 Minuten. 15 Fische in 8 Minuten. Tipptopp. Ein paar unmaßige natürlich dabei. Das heißt, wenn ihr hier auch noch die Köderproduktion hier ein bisschen pushen wollt, Fischfetzen machen wollt, immer schön ab 500 Gramm. Dafür ist die Brasse natürlich auch top. Weil ganz viele 500 Grammer immer mit dabei sind, die unmaßig sind und nicht so viel Kohle bringen. Die kann man dann natürlich immer sehr gut auch zu Fischfetzen machen. Und wenn man dann hier steht, zwischendurch die kleinen Brassen schon mal weiterverarbeitet zu Fischfetzen, kann man den Kescher natürlich auch richtig schön voll machen mit alles nur noch maßigen. Dementsprechend gut wird dann der Kescher. Man steht natürlich länger da, weil man ja immer so ein paar wieder zerschnibbelt. Aber dafür hat man dann, wenn man abgegeben hat, einen richtig fetten Kescher. So, jetzt geht es eigentlich auch erstmal so richtig los. Jetzt wird es langsam dunkel. Da sind aber noch einige dabei. Einige dabei, die dann so gerade im maßigen Bereich sind bei den jungen Brassen. Aber lübt, ey, konstant. Lübt konstant, perfekt. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze hier mal jetzt die Nacht durch. Alter, die Nacht durch an. Und weiter geht's. Oh, normal. Ich bin mal gespannt, was da so rauskommt. 1,2, sehr schön. Vielleicht geht ja gleich noch irgendwas in die Bremse, das wäre mal richtig gut. Dann haben wir da einen fetten Brocken. So, machen wir hier mal kurz einen Break. Und dann gucken wir uns am Ende der Nacht das Ergebnis mal an. Bis gleich. Na, da haben wir doch den ersten Brocken hier dran. Das sieht doch vernünftig aus. Geht schön in die Bremse. So soll das sein. Aber hört auch schon wieder auf zu bremsen, zu ziehen. Das wär's doch jetzt hier. Schön dicker Teller. Ne, das ist aber nicht fett genug. Das ist nicht fett genug. Schön, aber nicht fett genug. Jo, komm ran hier. Oh, 4,1, ey. Du Lümmel. 4,1, sehr gut. Weiter geht's. Thank you.
Ja, wir haben es 6 Uhr morgens jetzt durch. Ihr seht, es lübt auch noch weiter. Die Nacht ist quasi rum. Die Nacht war gut und ergiebig. Wir haben es jetzt... Wir haben es jetzt kurz nach 6. Also es sind... Ich guck gleich mal eben auf die Uhr, aber ich glaube, so ungefähr eine halbe Stunde müsste gleich rum sein. Und es sind bisher 53 Fische, wobei davon natürlich auch ein paar unmaßige dabei sind. Aber es zuppelt auch noch weiter nach wie vor. Gegen 23 Uhr habe ich dann doch nochmal eine Portion Futtermische reingeballert. Einfach nur, weil Brasse auch wirklich einer von den Fischen ist, die, die auch mit Futtermische immer noch sehr gut funktionieren. Ist mir bisher eigentlich noch nicht passiert, dass man Brasse durch Futtermische mal irgendwie verscheucht. Was ja bei anderen Fischen durchaus mal irgendwie passieren kann. Aber hier bei der schönen fetten Brasse lüptet immer noch und alles in dem Bereich von 2, ist dann natürlich richtig gut, ey. Macht dann richtig Bock. Es läuft und es läuft und es läuft. Es läuft weiter. Aber nichtsdestotrotz gucken wir jetzt gleich mal eben im Café und nochmal. Im Café und im Fischmarkt, was das Ganze denn jetzt alles so gebracht hat hier. Gucken wir nochmal schnell auf die Zeit. Die nehmen wir hier noch eben mit. Und den Rest lassen wir dann einfach mal drin. Die hat auch nochmal ein bisschen Gewicht. Sehr schön. Sehr gut, ey. Jawohl. So. Rein damit. Bremsen sind locker eingestellt. Und jetzt gehen wir erstmal eben verkaufen. So, angekommen hier in der Festung. Als erstes natürlich der Blick ins Café. Arland hatten wir ja auch dabei. Perfekt. Also verkaufen wir als erstes natürlich. Mal eben hier nach Gewicht sortieren. Ab einem Kilo einen Arland. Kratsching. Die 12 Silber nehmen wir schon mal mit. Und dann haben wir hier Brassen. Einige, jawohl. Auch hier nach Gewicht sortieren. Wir wollen die kleinsten als erstes haben, also 3 Stück ab einem Kilo. Die 3 nehmen wir hier eben und verkaufen. 29 Silber. Siehst du, haben wir 30, haben wir schon 40, 41 Silber, 42 Silber schon zusammen. Eine große mit 4,4 war leider bisher noch nicht dabei. Und den Rest hatten wir auch nicht. Also die 42 Silber. Plus, ja, die großen Brassen hier bringen, sagen wir mal hier zwischen 5 und 15 Silber. Sind wir bei 180, sind also 220 Silber in einer Fangzeit von 32 Minuten. 30 Minuten geangelt, 200 Silber gemacht. Gas geben, Leute. Schnappt euch die Brassen, schnappt euch den Erbsenbrei. Wie gesagt, alte Festung ist ab Level 12. Hier kann man ratzfatz hin, auch mit diesem leichten Setup, was man anfangs vielleicht mit Level 12 noch hat, ist das durchaus möglich. Fette Fische waren es bisher nicht dran, also sowas wie ein Karpfen oder wie ein Amur, der euch dann vielleicht mal leer zieht. Das heißt, Gas geben, Kohle machen und weiter leveln. Wenn dir der Tipp geholfen hat, weitermachen, Gas geben hier, zieht ordentlich was raus, den Kanal abonnieren, das Video liken und am besten montags, mittwochs und freitags bei Twitch vorbeischauen. Feierabend TV auf Twitch. Bis dahin. Tschüss.